Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir mal über eine Korrelation sprechen. Und zwar die Korrelation des S&P 500 und des VIX und warum die manchmal Dinge machen, die man gar nicht so erwartet hätte. Also, es ist ja so. Die Korrelation, die ist ja normalerweise bekannt zwischen diesen beiden. Also auf der einen Seite haben wir den S&P 500 und auf der anderen Seite haben wir den VIX, also den Volatilitätsindex. Und beim Volatilitätsindex wissen wir sollten es zumindest wissen als Optionshändler, dass der sich ja aus den impliziten Volatilitäten des S&P 500 zusammensetzt. So, und ganz allgemein kann man sagen, wenn die Aktienmärkte fallen, dann steigt der VIX, ganz klar, weil der dann an Nachfrage nach Absicherung reinkommt. Und umgekehrt, wenn die Aktienmärkte steigen, dann sollte doch der VIX eigentlich niedrig bleiben und sollte sich nicht nach oben bewegen. Das ist so das Allgemeine, was über diese Korrelation bekannt ist. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel nochmal hier in diesem Chart auch eingeblendet, ne? Also seht ihr hier, das ist im Frühjahr 2016 und Frühjahr 2016 wissen wir noch, da ging es gleich richtig runter mit dem S&P. Da hat man schon gedacht, es wird ein ganz schlechtes Jahr und der VIX ist nach oben gegangen. Also so, wie es eigentlich bekannt ist. Jetzt gibt es aber in letzter Zeit immer mal wieder eine Entwicklung und gerade Anfang des Jahres 2017 haben wir das gesehen. Da ist der S&P gestiegen. Was sollte man also eigentlich erwarten? Dass der VIX fällt. Und wenn ihr aber mal hier auf den Chart schaut, da seht ihr, S&P steigt und VIX steigt also auch. Das ist also hier die aktuelle Situation im Jahr 2018. Und jetzt muss man sich mal fragen, woran liegt das eigentlich? Was könnte da der Grund sein? Ist das irgendwie jetzt ein wichtiges Zeichen, auf was wir achten müssen? Nochmal, ganz wichtig ist es zu verstehen, was ist der VIX? Der VIX wird berechnet aus den impliziten Volatilitäten des S&P 500. Und implizite Volatilität, das kann man jetzt sehr technisch beschreiben, oder man könnte auch einfach sagen, naja, das ist im Grunde genommen Nachfrage. Habe ich sehr viel Nachfrage nach Absicherung oder sehr viel Nachfrage nach Optionen, dann steigt entsprechend die Volatilität. Und wenn wir eben jetzt hier sehen, dass der VIX steigt, dann sehen wir, dass die Nachfrage nach Optionen steigt. Das ist jetzt aber erstmal eine ganz neutrale Aussage. Also Nachfrage nach Optionen steigt, das ist weder bullisch noch ist das bärisch. Wir können zwei Dinge hineininterpretieren. Wir könnten eine bullische Sichtweise annehmen und können sagen, naja, der S&P ist auf Allzeithochs ausgebrochen, schon letztes Jahr und ist in einem wirklichen oder schon vor etlichen Monaten und läuft mit Vehemenz nach oben. Und jetzt wollen ganz einfach ganz, ganz viele Marktteilnehmer davon partizipieren oder wollen daran partizipieren und kaufen eben sehr viele Optionen, zum Beispiel auch Call-Optionen. Und deswegen geht der Preis des VIX nach oben, weil eben eine große Nachfrage hineinkommt. Das wäre die bullische Interpretation. Es gibt es auch eine bärische Interpretation. Wie schaut die aus? Naja, ganz klar, dass man sagt, hey, der Markt steigt an und die cleveren Leute, das Smart Money, traut dem Ganzen aber nicht so richtig, sondern fängt an, sich abzusichern. Fängt also an, so langsam Optionen zu kaufen, weil sie denken, oh, dem Ganzen trauen wir nicht so richtig. Und deswegen fangen wir mal an, jetzt hier zum Beispiel Put-Optionen zu kaufen. Das treibt den Preis dieser Put-Optionen nach oben. Entsprechend steigt die Volatilität. Was jetzt richtig ist oder falsch, ganz ehrlich, niemand weiß das. Okay, vielleicht die Insider, die genau wissen, was sie da mit großem Geld tun, aber wir als Beobachter von außen können erstmal nicht entscheiden, ob das jetzt ein bullisches oder ein bärisches Signal ist. Es ist einfach nur so, wie wir sehen, VIX steigt, S&P steigt. Jetzt können wir natürlich eins machen, wir können mal auf die Vergangenheit schauen. Wie sah es denn zum Beispiel vor großen Markteinbrüchen aus? Und ich habe euch hier mal einen Chart herausgesucht aus dem Jahr oder beziehungsweise wo die Jahre abgedeckt sind, 2007, 8, 9. Ihr erinnert euch, die große Finanzkrise. Und hier konnte man etwas sehr, sehr Interessantes beobachten. Und zwar, wenn ihr euch den Chart anschaut, seht ihr, dass im Jahr 2007 der S&P und auch der Dow Jones und der DAX und so weiter, dass also die globalen Aktienmärkte ihr Hoch ausbildeten und gleichzeitig der
VIX, also die Volatilität, schon deutlich angefangen hat zu steigen. Das heißt, wir konnten damals schon absolut erhöhte Werte sehen. Also ganz anders als jetzt. Jetzt sind wir ja immer noch weit unter 13. Das ist alles noch im sehr, sehr niedrigen Bereich. Wir sind quasi von extrem niedrig auf immer noch sehr niedrig gestiegen. Ne? Aber noch nichts Besonderes. 2007, 2008, da war es tatsächlich so, bevor der Einbruch kam, war die Volatilität schon signifikant angestiegen. Und das war ein sehr, sehr großes Warnzeichen, dass da wirklich im Hintergrund, jetzt mal nicht nur für eine Woche oder so, sondern wirklich im Hintergrund die großen Adressen sich schon ganz massiv gegen einen Markteinbruch abgesichert haben, nämlich indem sie ganz einfach Put-Optionen auf den S&P gekauft haben. Und das kommt jetzt nicht vor jedem Einbruch vor. Also wer sich beispielsweise mal, nehmt euch mal die Zeit, schaut euch mal an, das Verhältnis im August 2015 etwa, da hatten wir ja auch so einen schnellen Markteinbruch. Da war es im Vorfeld eben nicht so, ne? Da ist die Volatilität relativ niedrig gewesen. Und dann kam dieser Einbruch im August, die Volatilität schoss nach oben. Man konnte zwar den Einbruch an anderen Dingen im Vorfeld erkennen, Distributionstage, Tageschart und so weiter und so fort, aber man konnte es eben nicht erkennen am VIX. So, was fangen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen, die wir jetzt haben, an? Also, wenn die Volatilität steigt und gleichzeitig der Markt auch steigt, dann sollte das immer unsere Aufmerksamkeit erregen. Das heißt aber noch nicht, dass wir jetzt panisch den Markt verlassen müssen, aber es sollte uns schon zeigen, aha, da passiert etwas im Hintergrund, was durchaus dazu führen könnte, dass der Markt vielleicht demnächst mal ein bisschen mehr Volatilität entwickelt, nämlich indem er nach unten geht. Das muss nicht sein, kann. Und es ist so ein bisschen wie eine Ampel, wo man sagt, hey, die Ampel ist noch grün, aber sie fängt schon mal so langsam an, gelb zu blinken. Und wir wissen aber nicht, was kommt danach. Kommt danach das rote Signal oder kommt dann auch wieder das grüne Signal? Ne? Man sollte aber jetzt eben in so einer Situation, gerade jetzt, nachdem die Märkte eben gerade in den ersten Tagen des Jahres 2018 so fantastisch gelaufen sind, das ist eben jetzt nicht der Zeitpunkt, um hier den Helden zu spielen und zu sagen, und jetzt nochmal, weil jetzt geht es gleich so weiter, all in, ne? Das kann so weitergehen, das wissen wir nicht, aber das ist definitiv nicht der Zeitpunkt, um hier ganz aggressiv im Markt zu sein, sondern wo man sagt, hey, das sieht so ein bisschen komisch aus und das sollten wir uns mal anschauen. Viel spannender wird es werden, wenn wir demnächst hoffentlich mal einen Rücksetzer an den Märkten bekommen, ne? Der vielleicht auch mal über 2% hinausgeht, also der vielleicht mal 5% ist oder 10%, ne? Das wäre ja wirklich mal spannend, weil danach entscheidet sich, mit Blick auf die Volatilität, wie es weitergeht. Also wenn wir dann sehen, angenommen der S&P fällt 10%, dann wird die Vola hochgehen, das ist ganz klar. Wenn wir dann aber sehen, der Markt erholt sich wieder, schafft es nicht mehr, die alten Hochs zu erreichen und die Volatilität fällt auch nicht mehr auf ihre alten Tiefs zurück, ne, sondern bleibt verhältnismäßig hoch, dann können wir davon ausgehen, dass die großen Jungs, die im Hintergrund wissen, was sie da tun, auf viel, viel mehr spekulieren und auf einen viel größeren Einbruch setzen, der dann vielleicht sich irgendwann mal anschließt. Wenn es sich dagegen aber alles wieder relativiert, also wenn wir sagen, okay, der Markt bricht halt 10% ein, die Vola wird sich wahrscheinlich verdoppeln, vielleicht sehen wir auch sogar mal ein VIX von 30 wieder, ne? Das wäre vom jetzigen Zeitpunkt eben wirklich oder vom jetzigen Niveau aus ein extremer Anstieg der Volatilität. Und das muss nicht einhergehen mit einem 50% Crash. Ich glaube, 10% im S&P nach dieser langen Phase ohne Rücksetzer, dann geht das sehr, sehr, sehr schnell, würde viele Leute hart treffen, die alle auf der falschen Seite stehen jetzt. Und dann müssen wir wirklich schauen, was macht dann die Vola? Ein großer Marktcrash wird sich immer ankündigen im Vorfeld, dass die Vola langsam über mehrere Wochen, Monate ansteigen wird und deutlich erhöhte Niveaus haben wird. Und da, was wir jetzt sehen, das ist es einfach noch nicht. Ne? Deswegen Warnzeichen, gelbe Ampel, mal hinschauen und dann werden wir sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt und dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Okay, das war's für heute. Also habt einen Blick auf den VIX. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr, wie ihr das Ganze interpretiert, ob ihr das überhaupt beobachtet habt, ob es euch auch aufgefallen ist und wie ihr auch die Zukunft des Marktes seht. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.